Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Colorway. Heute sind wir in einer anderen Perspektive. Das liegt daran, dass ich mein Bügelbrett auf die Seite gepackt habe und jetzt endlich einen eigenen Schreibtisch habe. Was noch nicht bedeuten soll, dass ich einen besseren PC habe. Aber wir haben es so geregelt, dass ich jetzt mit dem WLAN verbunden bin, sondern über LAN verbunden bin, was sonst nie der Fall war. Und ich hoffe, dass jetzt Fortnite nicht so extrem laggen wird, wie im letzten Video. Dafür entschuldige ich mich natürlich nochmal. Und jetzt spielen wir ganz gechillt Fortnite und werden sehen, ob ich mich ein wenig verbessert habe und ob wir es schaffen, 6 Minuten zu überleben. Also, let's go mit diesem Video. Viel Spaß! Wir sind mal wieder ein Typ, weil ich mir immer noch kein Skin auf Level 5 erlauben kann. Okay, wir gucken erstmal auf die Mappe, wohin wir fliegen. Komm, wir springen hier runter. Und gehen hier hin. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, dass andere schon viel eher hier sind als ich. Okay, es liegt einfach immer noch. Scheiße. Naja, egal. Wir werden hier runtergehen und mal gucken, wie das im Spiel sich so entwickelt. Ansonsten muss ich meinen Vater dazu überreden, endlich mal eine neue Internetleitung zu holen. Okay, hier sind schon mal ein paar Steine. Und hier hinten habe ich auch mal was gesehen. Ah, eine Waffe. Und zwar ein Sturmgewehr. Das werden wir jetzt erstmal tragen. Weil ich nicht weiß, was uns noch hier so erwarten wird. Oh, 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 oh. Hier ist auf jeden Fall jemand. Nur wo? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich bin so ein bisschen paranoid geworden, seitdem ich dieses Spiel spiele, weil ich einfach Angst habe. Ich habe irgendwas erwartet. Es ist schon gelootet. Doch, scheiße, das wird schon gelootet. Das heißt, ich bin auf jeden Fall nicht alleine hier. Ich muss mein Gewehr tragen. Okay, hier ist schon mal verbannt. Falls wir es schaffen zu überleben, könnten wir uns also verbinden. Oh, das sieht irgendwie besser aus. Wir müssen uns mal so langsam auf den Weg machen. Irgendwo anders hinzugehen. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Muss hier durch. Wohin kann ich gehen? Und hier liegt noch was. Also anscheinend ist der Typ hier nicht mehr. Sonst wäre ja alles gelootet, oder? Aber bitte mach keinen Krach, springe ich auf die Dinger. Ey. Ein Trottel. Gucken wir mal, ob er hier war. Hier scheint nichts zu sein. War super. Perfekt, ey. Eine Treppe, die nirgendwo hinführt. Ah ne, ich wollte die 4 benutzen. Vielleicht sollte ich das umsortieren. Wie macht man das? Nee, scheiße. Keine Ahnung. Ist egal. So, ich gehe die ganze Zeit den falschen Weg. Sollte mich da oben an den Pfeil orientieren. Wenn ich das schon hier lernen möchte, ne? Das heißt, ich muss ja irgendwie drüber. Und, ja. Wie machen wir das? F. F, 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 F. Da haben wir eine Treppe. Was ist das? Achso. Kann ich jetzt hier irgendwie rüber? Ja. Ja, super. Wir haben es geschafft, hier mal ein bisschen zu bauen oder so. Und dass es einigermaßen geklappt hat. Jetzt sollte ich mich mal hier verstecken. Also ich glaube, es leckt ein wenig weniger. Eine goldene Kiste, wo bist du? Hier unten jedenfalls nicht. Ach, hier oben. Dann bist du unten, wa? So, Leute, was hab ich gemacht? Was ist das? Impulsgranate, oh mein Gott. Oh, eine Armbrust. Okay. Oh, jetzt habe ich meine Waffe weggeschmissen. Ist egal. Die war, glaube ich, eh nicht so gut. Hey, es leben nur noch 33 Leute und ich bin eine von denen. Ah, geil.
Da ist noch ein Medi-Koffer. Habe ich noch Platz für den? Nee, das wollte ich nicht. Ich glaube, Medi-Koffer sind am Anfang eh ein bisschen überbewertet. Ey, hallo? Kannst du das jetzt mal aufheben? So. Obwohl, wie kann ich das? Q? Nee, doch nicht. Nee, Q ist was anderes. Okay, wir kommen jetzt zu der Stadt, wo ich eigentlich hin wollte. Und zwar irgendwas mit Fields. Und ich habe das Gefühl, wir sollten mal ein bisschen hier abholzen. Tun wir mal auf Profi und wüsste, was wir hier tun. Oh, hier war auf jeden Fall jemand. Wenn du mitten auf dem Feld anhalten musst, weil deine Kamera ausgegangen ist. So, ich renne übrigens wieder. Ich bin jetzt am roten Traktor. Das macht man übrigens als Let's Playerin, wenn man das Programm nicht richtig beherrscht und beim Schnitt Hilfe braucht. Boah, wir sind unter den 21. Schaffen wir es unter den letzten 10? Das wäre doch geil. Einfach hier querfeld allen, die man begegnet. Und Erster werden. Ich werde jetzt hier einfach random getötet. Oder abgesnipert. Wie nennt man das? Abgesnipert? Ich habe das Gefühl, dass ich mir unter diesen Bäumen hier Schlupf suchen sollte. Ich habe einmal kritisiert unter Montes Video, dass der immer so macht, um besser gucken zu können oder so, um besser sehen zu können, wer um die Ecke kommt. Und ich bin einfach genauso. Ich mache es genauso wie er. Schande über mich, Nicola. Schande über mich. Kann ich hier so einfach runter? Ein bisschen Angst, wir gehen über diesen Weg hier. Hey, ich bin noch in der Zone drin. Ja, wie geil ist das denn? Ich habe irgendwie wieder so ein bisschen Herzrasen. Aber nicht mehr so krass wie bei meinem ersten Mal, als ich hier aufgenommen habe. Ich glaube, das geht mit Mal zu Mal flöten. Oh mein Gott, Leute, ihr habt es voll verpennt. Ich bin unter den letzten 14 Leuten. Eigentlich kann ich jetzt schon die Aufnahme beenden, weil wir sind 9 Minuten sind wir hier. Überlebt. Haben wir überlebt? Sind wir überlebt? Was ist das für ein Deutsch? Schallgedämpfte Maschinenpistole. Die hört sich doch nett an. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier jemanden abschniepern können. Nö. Ich sehe das schon. 1 gegen 1 spiele ich gleich mit irgendjemandem. Das wird, warte, ey. Da freue ich mich drauf, du. Irgendwie nicht. Ich habe voll Angst, so. Aber ich danke, dass ich irgendjemand hier begegne. Bitte verschuss mich. Gibt es so eine weiße Flagge, die man so machen kann, damit mich keiner kriegt? Ich weiß es nicht. Ich weiß dann nicht. Ach, das ist ein Busch. Okay. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas. Wo bist du? Oh, ich hasse diesen Tick, 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 Tick. Jetzt sind wir gleich ein bisschen zappelig. Wo schniepern die denn? Ich bin irgendwie voll fernab vom Schuss, oder? Wo seid ihr? Boah, wir sind gleich unter den letzten 10. Und ich fühle mich irgendwie so, als wäre das gar nicht so krass. Achso, das ist die Zone. Ich dachte, da hätte ich gerade jemand geschossen. Oh, ich habe Herzrasen. Ich habe Herzrasen, Leute. Ohne Witz. Boah, wir sind unter den letzten 10. Jawohl. Letzten 8, ey. Wir werden das voll rocken, das Ding hier, ey. Ich sehe das angekommen war. Ich mag diesen Sound in Gebäuden nicht, weil es ist Gewehr, Gewehr. Pumpgun. Ich habe gehört, die Pumpgun ist gut. Obwohl, nee. Das hört schon besser an. Hier ist ja niemand. Ich habe so Angst. Oh, das ging aber jetzt schnell. Wisst ihr, dass das Schlimmste ist? Du hörst einfach die Schritte von den Leuten und musst wissen, wo die sind. Ich meine, ja, gegen die hatte ich keine Chance. Bitte, sei mir mal ehrlich, oder? Ich die Pumpgun genommen, hätte ich auf jeden Fall gewonnen. So, neue Runde, neues Glücksspiel starten wir jetzt. Übrigens habe ich hier mal die Herausforderung angelesen. Gelesen. Und da steht einfach eliminiere. Und dann denke ich mir so, ich kann doch nicht mehr eliminieren. Ich soll in verschiedenen Waffen das machen. Leute, geht's euch noch gut? Ziel für heute, vielleicht eliminieren ja wirklich jemanden. Jetzt sind wir auch eine Frau und können mal so ein bisschen durchstarten.
Jetzt fühlen wir uns gleich weiblicher, weil wir eine Frau sind bei Fortnite. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal auf die Map, wo wir hinfahren. Irgendwo nach hier hinten. So, an den letzten Punkt der ganzen Map fliegen wir. Wir springen jetzt hier hinten raus. Und zwar jetzt. Oh, das sieht voll cool aus. Ist das so ein Park oder was ist das hier? Ich glaube, ich bin echt alleine hier unten. Okay, ich glaube, unser Spiel ist hier schnell vorbei, weil hier noch jemand ist, aber... Nein. Das ist eine goldene Kiste. Ich fühle mich irgendwie voll schlecht, aber irgendwie fühle ich mich auch voll gut. Oh mein Gott, Leute, können wir diesen Moment bitte einfangen? Oh mein Gott, Leute, wir sind Pros. Wir sind Pros geworden. Ich schwör's euch. Wir sind einfach Pros geworden. Dann machen wir hier mal 6 und verbinden uns, damit wir auch wieder volles Leben haben, würde ich sagen. Kondition ist bereit. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, jedenfalls. Oh, was ist das denn hier? Das sieht krass aus, das behalten wir mal. Also ich wette, der Typ, der das gerade ja gespielt hat, der war auch Anfänger, weil, hallo, wie kann ich jemanden töten? Ich meine... Oh mein Gott, der schießt jemand auf mich. Ist der jemand auf mich? Aber ich habe die nicht getötet, ne? Nee. Ich bin einfach so schlecht und hab... Hätte ich mal gewartet. Ja, ist okay. Ist okay. Damien, the Boss 5. Fuck you. Fuck you, fuck you very, very much. Aber ich habe jemanden getötet. Also, geil, Leute. Wir sind echt geil, wa? Wir sind echt geil. So, gucken wir nochmal in die Map. Wir kommen von hier. Ich würde sagen, wir gehen wieder hier hinten irgendwo raus. Ups. Weil ich habe das Gefühl, dass die schlechten Leute nach hinten gehen, weil da kann sie keiner töten. Theory. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber wir können es ja mal herausfinden. Also ich glaube, dass ich als Frau die Beste bin. Das liegt daran, weil ich immer Männer gespielt habe, dass ich so schlecht bin. Naja, was soll's, ne? Ach nee, das ist die Stadt, wo wir letztes Mal waren, ne? Na egal, das ist irgendwie so eine Mine. Oh. Kalle! So ein Falter heißt Kalle. Jetzt. Sturm baut sich zusammen in 56 Sekunden. Warum so schnell? Was ist mit dem Sturm los? Der geht ja richtig hart ab. So mitten im Nirgendwo zu... Wir wurden schon beschossen. Von wem denn bitte? Wurden wir gerade beschossen oder bin ich einfach zu doof gewesen, um diesen Berg runterzuspringen? Oh ja. Was ist das? Ist das so eine, die... Nee, ist sie nicht. Schade. Wie sollen wir jetzt hier runterkommen? So, dann gehen wir mal weiter hier im Text mit einer Schrotflinte und ich weiß gar nicht, ob ich in der Zone bin. Doch bin ich, okay. Supi! Dann gehen wir mal zu diesem kleinen Häuschen hinten. Oh, was ist denn jetzt los? Zu dem kleinen Häuschen hinten.
Irgendjemand ist hier am Beschießen. Alter Verwalter, habt ihr es gesehen? Voll der Headshot. Das war mega gut, oder? Ich bin mega gut. Okay, die war auch abgelenkt und war bestimmt auch ihr erstes Spiel. Und sie hat einfach nichts gesammelt. War sie denn schon hier drin? Ja. Naja. Achso, wir gucken mir sogar zu. Hallo, wenn du es siehst. Ich bin die, die auch nicht spielen kann. Mach dir keine Sorgen. Wir kriegen das beide hin. Hey, sie guckt mir wirklich zu, als wäre ich so voll der Profi und ich wüsste, was ich hier tue. Ich weiß gar nicht, wohin ich laufen soll. Oh, sie guckt mir nicht mehr zu. War er bestimmt zu langweilig. Okay, ich muss noch ein bisschen was zum Looten. Okay, das sind auf jeden Fall Leute gewesen. Ah, guck das da an. Da müssen wir hin. So Leute, ich würde sagen, das reicht jetzt auch mal für heute mit Fortnite. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr gerne, freuen. Ja, ich würde mich dann sehr, sehr gerne freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch hier gerne links in der Ecke von euch aus rechts, von mir links. Und hier kommt ihr zu der letzten Fortnite-Folge und hier kommt ihr zu meiner letzten Witcher 3-Folge, das wir übrigens auch irgendwann wieder spielen werden. Jedenfalls wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis dahin, eure Nicola.